Eine Hälfte hier hinter der Grundlinie, die andere Hälfte hier hinter der Grundlinie. Ja. Okay, sind immer zwei Leute zusammen. Ihr fangt hier an der Grundlinie. Ihr spielt euch den Ball hin und her, ja, im Baggern, bis vor zum Netz. Wenn ihr am Netz seid, spielt ihr den Ball einmal ins Netz rein. Ja, der nächste spielt ihn wieder raus. Vielleicht müsst ihr ihn nochmal kontrollieren. Einmal übers Netz rüber. Der Partner ist in der Zeit unterm Netz durch, spielt ihn wieder ins Netz rein. Okay. Dann spielt ihr wieder zu zweit die ganze Zeit und am Ende muss der Ball in die Kiste, ja, muss in der Kiste landen, darf nicht wieder raushüpfen. Okay. Ich gucke mir das mal an und dann entscheide ich, wie viele Treffer wir brauchen zum Gewinnen. Okay? Da war Netzfehler, wieder von vorne. Wieder von vorne. Netzfehler. Okay. Ah, okay. Und rüber. Gut, 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 gut. Und weiter bis zur Kiste. Oh, komm, macht euch klein, macht euch klein. Ah, schade. Okay, in den Ballwagen. Ja, manchmal als Trainer sieht man, es funktioniert nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Da muss man das ein bisschen verändern. Drei Treffer in den Ballwagen. Erste Team, was drei Treffer hat, gewonnen. Das ist jetzt so ein Bereich Fantasie ausleben ohne Ende. Also natürlich kommen welche, oh, schreib das mal alles auf, schreib da ein Buch drüber. Also wir haben natürlich vor jedem Training, muss sagen, wir haben ungefähr 100 Tage im Sommer. Davon sind 80 Tage wahrscheinlich Training, wo eine Trainingseinheit ist. Ich durfte das dann immer machen, dieses erste Spiel. An 80 Tagen jedes Mal was Neues. Natürlich ist irgendwann so, man denkt in eine Richtung, irgendwann ist das ausgereizt. Dann muss man irgendwo, kriegt man wieder eine neue Idee oder man sieht irgendwas in der Halle, überlegt man wieder in die Richtung. So hier zum Beispiel, was ist hier drin jetzt in der Geschichte? Ich meine, es ist jetzt ja baggern und hinten in eine Kiste spielen. Irgendwas, was wir für das Volleyballspiel gebrauchen können, war da irgendwas dabei jetzt? Sicherung? Okay. Beziehungsweise der Ball geht ins Netz rein. Ne? Haben wir im Spiel ganz oft. Ne? Oder was heißt ganz oft, aber es ist zumindest was vorkommt. Ne? Und hier ist was, wie man so einen Ball aus dem Netz rausspielt. Ne? Zum Beispiel viele gehen dann hin und versuchen den Ball so aus dem Netz rauszuspielen. Ne? Könnt ihr auch mal darauf achten, was viel, viel schwerer ist. Ja? Ist immer gut, wenn man den Ball überholt, seitlich vom Ball ist, kann ich den Ball wieder rausspielen, ganz in Ruhe. Und so eine Geschichte kann ich jetzt in so ein Spiel einbauen. Ich kann das vielleicht vorher auch mal sagen, okay, wenn ein Ball ins Netz geht, wollen wir gucken, dass wir ihn so rausspielen. Ich könnte jetzt sagen, okay, paarweise zusammen 20 Mal ins Netz werfen und 20 Mal rausspielen. So, ne? Dann habe ich zwei, drei Leute, die, oh, die finden das super, ja, mache ich 20 Mal perfekt. Ich war so jemand, war kein Problem für mich. Dann hat man die anderen Leute, nach zwei Mal fangen die an, oh, dann werfe ich mal so ins Netz und dann spiele ich irgendwie unterm Bein durch, weil es wird zu langweilig dann. Ne? Und dem Moment, wo ich jetzt so eine Geschichte in so ein Spiel einbaue mit dem Wettkampf, bleibt der Spaß dabei. Ja, das heißt, ich mache irgendwo was, was vorkommt im Spiel und baue das in so ein kleines Spielchen ein. Und da gibt es Dinge ohne Grenzen. Also ja, man kann näher beim Spiel sein, immer das Netz benutzen, man kann auch mal was mit Körben machen. Es gibt Stühle, Kisten, Mülleimer, alles Mögliche. Ja. Wir haben zum Beispiel bei der Nationalmannschaft, wenn wir dann in eine neue Halle gekommen sind, wo die Halle, wo man die Orientierung haben will, auch da könnte man jetzt sagen, wir machen ganz stupide irgendwo Pritschen oder was, haben wir dann so ein Spielchen gemacht, wo der Ball möglichst hoch durch die Halle fliegt, sodass wir so die Orientierung kriegen. Ja? Oder wir haben ganz häufig in einer neuen Halle was mit dem Netz gemacht, weil jedes Netz anders ist, wie der Ball rauskommt. Ja? Kommt der, ist es straffer gespannt, ist es lockerer. Ne? Und auch hier die Jungs sehen, okay, wenn Ball hier oben ist, kommt er kürzer, wenn Ball hier unten ist, kommt er weiter raus. Also so Dinge, auch was Wahrnehmung angeht, was im Spiel genauso passieren kann, ist hier in so einem Spielchen drin. Ja? Das kostet manchmal Zeit, sich solche Dinge zu überlegen. Und ich weiß natürlich, dass ihr alle das so nebenbei macht, ja? Und nicht den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt und euch so eine Übungsform überlegt.
Aber irgendwo mal, wenn mal ein bisschen freie Zeit ist, sich da mal so ein Grundgerüst, mit dem man dann variieren und spielen kann, ja, kann ich nur empfehlen, weil es einfach, es kombiniert viele Dinge. Erwärmung, Kleinigkeiten, die man trainieren kann. Ja. Ja. Ich wurde gerade zwei, dreimal gefragt, was ich denn mache, wenn sie es nicht hinbekommen. Und wir empfehlen, glaube ich, einfach, dass ihr geduldig seid und es aushaltet, dass es nicht klappt. Weil irgendwann kommt es dazu, dass sie kommunizieren, wie geht das, was machen wir nächstes Mal besser. Die gucken das ab bei der anderen Mannschaft. Also das ist das Schwerste, glaube ich, auszuhalten, dass sie Fehler machen und dass es nicht klappt. Das kann auch mal 10 Minuten dauern, das ist bei uns auch so. Wir haben natürlich schwerere Sachen und das dauert dann genauso lange. Also wir sagen aber kein Wort. Wir lassen die machen und wir mischen uns nicht ein. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Es ist spannend zu beobachten, was passiert. Also wie kommen wir jetzt da raus aus der Situation? Und dann sieht man die ein, zwei, die sagen, okay, komm, wir versuchen jetzt mal, den zweiten müssen wir höher spielen und du lässt den dritten dann flacher. Und am Anfang ist das so, scheiße, geht irgendwie nicht. Und aber es ist faszinierend, wie schnell auf einmal, wie man dann denkt, wupp, was ist jetzt passiert? Jetzt sind sie so viel, fast jedes Mal sind sie ganz nah dran, irgendwann wird das jetzt klappen. So, ne? Es gibt aber auch Situationen, wo wir dann schon standen und denken, das ist irgendwie ein bisschen schwierig, so jetzt, das dauert jetzt zu lange, dann vereinfacht man das, auch kein Problem, macht man das Ziel anders oder nimmt einen Kontakt irgendwo raus. Wie gesagt, damit rumspielen, ausprobieren, Trial and Error, also, ja. Okay.